Ja, moin und willkommen zu einer neuen Runde LS17 mit den Hobbybauern. Wisst ihr Leute, ich reiß mir hier den Arsch auf. Nee, Dresch, das hey, er meint, nö, kann ich jetzt voll gut durchgehen lassen. Nö, nein, einfach nein, tschüss, den verkackt. Stürzt vor der Brücke, ciao. Weißt du? Fängt er einfach eine neue Folge an. Und ich denke mir gerade so, willst du mich eigentlich jetzt komplett verarschen? Ich hab keine neue Folge, aber das ist immer der ersten Folge, Digga. Gut, dass wir neu sind. Deswegen hast du gerade neue Aufnahme gestartet. Alles klar. Okay. Ja, Leute, ich hab gerade auch wirklich eine neue Aufnahme, weil den Anfang konnte ich nicht durchgehen lassen. Da haben wir so gelacht und so. Wir erklären dann später, warum. Hashtag FSK. Das werdet ihr dann alles im Ghost Recon Wildlands Stream. Im Ghost Recon Wildlands Stream. Warum Mission ist halt. Ja, also... Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist er schon gelaufen und einfach sonst nachschauen. Oder nachholen. Muss man euch jemanden Keks haben? Nee, gerade nicht. Ja! Und wir, ja, wir tun momentan gerade das Feld abdreschen. Antje und Günther sind gerade nicht da. Wir sind momentan Kaffeepause. Krümelmonster hat Hunger. Gebt Krümelmonster Kekse, sonst Krümelmonster kaufen. Ja. Und Steve sitzt da hinten im Traktor. Der muss uns da. Der chillt sein Leib, ne? Der chillt. Der hat Füße auf dem Lenkrad, Bier in der Hand, weißt du? Chillt sein Leib und wir sind am Arbeiten. Das kennt er nicht, weißt du? Er wartet, dass wir ihm mal ein bisschen Getreide in seine Hänger spritzen, damit er dann endlich zum Video fahren kann, die Scheiße Alter, abwerfen Alter, kann. Alter, die Folge. Und wieso zum Fick kommst du eigentlich gerade auf mich zu? Ich weiß es doch nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, wir müssen gleich, sobald die erste Fuhre dann ist, auch die Feuchtigkeit messen. Unser Feuchtigkeitsmesser. Um zu prüfen, wie feucht. Ja, warte, ich mach mal kurz die Hose auf. Alter. Ich kann nicht mehr. Wo willst du mit deinen Hängern hin, Steve? Ja, Entschuldigung, dann dreh ich halt wieder um, dann müsst ihr halt zu mir kommen, um leer zu werden. Ach so, okay, ja, dann machen wir das dann zu dir. Nö, 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 jetzt bleib ich, jetzt steh ich mich dann wieder hin. Du kannst aufs Pech. Ja, ich denke, dass ich so, nein, du hast verkackt, tschüss, ciao, nein, stell mich jetzt wieder hin, tschüss, komm du zu mir. Kannst du vergessen. Kümmer dich. Ich komme halt auch nicht. Ich komme auch nicht. Oh Gott, ey. Hashtag doppeldeutig Sinne, ne? Ich erkläre jetzt mal nicht, dass wir auf Sandy Bay weitermachen wollen. Erklär's nicht. Das werden sie schon mitkriegen. Ja. So, ich bin jetzt ein schönes Ründchen gefahren und du bist jetzt da, wo ich vorhin war. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Samma! Du bist jetzt nicht gerade durch das Feld gefahren. Ich bin nicht durchs Feld gefahren. Nee, ach, deswegen ist Held auch so eine übelste Delle im Feld, weißt du? Wer ist durchs Feld gefahren? Na, Steve mit dem linken Vorderrad. Oh, voll ja, alles gesehen, auch. Alter. Alles auch. Ja, ja, alles abstreiten, Digga. Was los bei dir, Mann? Genau, Quellen hat er. Ja, ja. Deine Schwester ist auch abgestritten, naja. Ja, ja. So, ja. Allerdings. Sehen wir doch nichts, Alter. Allerdings. Das sieht irgendwie cool aus. Das? Achso, nee, okay. So, einmal schön rauszoomen. Oder das dann, vielleicht kannst du am besten das, oder Steve, ich weiß nicht, mal davon nachher Screenshot. Warte. Dann schick's nachher in die Gruppe. Bei mir steht da hinten nämlich noch ein bisschen Getreide und das will ich nicht auf dem Bild haben. Warum steht da Getreide? Bei mir ist da kein Getreide. Sojaboden. Ja, das ist
alles Mist, Alter. Hallo, bleib mal stehen. Alles klar. Geht ein fettes Schneidwerk. So, wir dann abpumpt, messe ich da mal die Feuchtigkeit. Bitte kann er machen jetzt. Abgerechnet wird damit 14,8. Und wir haben eine Feuchtigkeit von 15,4. Oh, okay, das geht noch. Gerade erst angefangen, das passt schon. Also die Sojabohnenernte wird eine gute Ernte, glaube ich. Jassel, warum hast du ein kleines Stück da gelassen? Das war deins. Okay. War deins, Alter. Schwing mal her, dein Körper, ich muss da mal was loswerden. Ach, meinst du nicht? Nö. Nö, egal. Er meint den heiligen Papst. Oh. Apropos, der war gestern bei mir zu Besuch. Ich war so einverstanden, wie ich mit ihm umgegangen bin. Ja. Digga, du bist voll. Halt die Klappe. Lass mich arbeiten, ich will nach Keks fressen. Das seht ihr, Leute. Mitten am Arbeiten und einer am Keks essen. Digga, ich stopp dir gleich diesen Keks so fest in deinen Mund, dass er dir in der Speiseröhre durch die Lunge sticht. Alter, das ist wild, ich kann nicht mehr gleich dreschen, Alter. Willst du Traktor fahren? Ich weiß es nicht. Also Leute, ich entschuldige mich jetzt für dieses Gelache hier, aber hättet ihr das noch vor den Folgen gewusst, was hier abgeht, dann wüsstet ihr warum. Das nennt sich Mutschrotter. Aber das Geile ist, wir kriegen die Sojabohnen in einer Folge gut ab. Dann geht es in der nächsten Folge wahrscheinlich schon die Gerste. Und von der Gerste in den Getreide und vom Gerste in den Raps und vom Raps in die Gerste. Rapsweizen. Tschüss, ich komme. Nicht, dass ich komme. Dann Steve, dann kannst du gleich dreschen. Allein diese Vorstellung, wie er vor diesem Keks steht, nimmt dich an sich, Alter. Oh, scheiße, ich hab jetzt gerade einen Kuh verschluckt, Alter. Karma! Ich freue mich schon auf den Stream nachher, Alter. Ja, und wer von euch beiden will erklären, dass mit Sandy denn? Also pass mal auf, Zuschauer. Wir haben uns entschieden, ne, auf Sandy Bay zu gehen, weil es an sich eigentlich eine ganz geile Map ist. Die Straßen sind ganz klein, recht kleine Maschinen. Ist ganz geil. Dann haben wir aber auch hier so einen kleinen Kevin neben uns sitzen, ne, namens Stevie Wonder, der gerne große Maschinen haben will. Deswegen sind wir gerade am diskutieren, ob wir kleine oder große Maschinen nehmen. Also, wir sehen uns irgendwann auf Sandy Bay. So, fertig. Ja, okay. Ich
ich ergänze das noch ein bisschen. Also wir spielen dort mit kleinen Maschinen. Es wird, wir fangen wirklich bei einem Startkapital von, das kann ich jetzt schon mal sagen, 900.000. Mehr ist das nicht. Da fangen wir an, wir werden uns alles selber ackern. 900.000, ne? Mehr ist das nicht. Also Digga, wir haben ja 11 Millionen, also... 900.000, kleines Stadtkapital, geht noch, ne? Soll ich noch kleiner gehen? Bitte. Okay. Dann tue ich das Startkapital nochmal ändern, dann werdet ihr sehen, wie viel es dann sein wird. Wie wär's mit dem Startkapital von -22%? Okay. Also geht, ne? Nee, nicht 22%, okay, das geht alles! Oder meinst du, Kevin, sind nicht auf der Welt, weil es nicht geht? Natürlich geht das. Ich schreibe den Titel Lachflash. Und so. Lachflash, bei den Hobby war. Ja. Aber nicht als Thunder machen, bitte. Das schreibe ich nicht. Da schreibe ich den Titel als in Klammern. Hashtag Stevie Wonder on Tour. Ich schreibe einfach in Klammern, hier, naja, Lachfleisch garantiert. Ja. Das nur, ich meine, Steve, wo ist mit deinen Hängern hin? Ich wollte ein paar Kreise drehen. Weil ich bin am Kekse essen, die Kekse sind rund und jetzt habe ich mich an die Form gewöhnt. Hehehe, muss ich erst die Beine hoch machen, damit er durchkommt, so flach war der. Wie sollte dich das sein, Digga? Ich weiß es ja nicht, lustig sein sollte, aber ich habe ihn lustig gemacht. Oh, Gott, irgendwie nicht, ne? Ja, irgendwie nicht so, ne? Irgendwie nicht so. Nee. Ich wirklich nicht. Ja. Pass auf! Ja. Ja, der nee, Hänger war schon so, hallo? Und das Feld ist abgebrochen. Ja, genau. So, soll ich jetzt noch einmal kicken? Na, Steve Wonder, bist du eigentlich schwarz? Nein, aber er wusste, dass er schwarz war. Ha! Er war auch blind! Stell dir vor! Also, woher wusste er eigentlich, dass er schwarz war? Wenn er blind ist? Keiner. Ich würde mal sagen, wir beenden damit die erste Folge von der Sojabohnenernte und in die nächste Folge geht es mit der erste. Bis dahin, eure Hobbybauern! Haut da rein, Kokain, der Messe Fürcher, der ist hässlich.